Ich bin in der Bundesrepublik Deutschland geboren, um genau zu sein, in Bad Urach im Herzen der Schwäbischen Alb. Ich war aber Ausländer in dem Land, in das ich hineingeboren bin, dessen Sprache ich besser sprach. In dem Fall Schwäbisch, wie die Sprache meiner Eltern, die aus der Türkei damals als sogenannte Gastarbeiter gekommen sind. Und irgendwann sollte ich Wehrdienst leisten in dem Land, in dem ich nie gelebt habe, dessen Sprache ich nicht mal damals richtig sprach und vor allem dessen Werte der Regierung ich mitnichten geteilt habe. Eine Armee, die gegen die eigene Bevölkerung eingesetzt, wo man keine Möglichkeit hat, wenn man nicht in der Armee dienen möchte, das zu verweigern. Die Bundesrepublik Deutschland hat mir all diese Möglichkeiten gegeben. Sie hat mir Wahlmöglichkeiten gegeben, eine echte Wahl, wo ich aussuchen kann, wo ich meine Meinung frei sagen kann, ohne dass mir irgendwas blüht, wo ich die Chance habe, mich zu verwirklichen in Freiheit. All das hat bei mir dazu geführt, dass es eine ganz bewusste Entscheidung war für die deutsche Staatsangehörigkeit, für das Land des deutschen Grundgesetzes. Ich habe mal den Satz gesagt, kein heiliges Buch steht über dem deutschen Grundgesetz. Das ist ja ein Satz, der geht einem nicht so leicht über die Lippen. Für diejenigen, die religiös sind, ich praktiziere nicht, ist die Bibel, ist der Koran, ist die Tora auch ein heiliges Buch, logischerweise. Und es ist für sie wichtig, für ihr Leben, für ihren Glauben. Aber sobald wir im öffentlichen Raum sind, sobald wir einander begegnen, sobald wir miteinander Austausch haben, brauchen wir einen Leitfaden, der unser Leben regelt. Und das kann nur das deutsche Grundgesetz sein. Da kann es gar kein Vertun geben. Eins, nicht zwei verschiedene Grundgesetze, nicht das Gesetz von anderen Ländern, dieses Grundgesetz, das deutsche Grundgesetz. Ja, was ist die wichtigste Botschaft? Die wichtigste Botschaft für mich ist die Freiheit. Aber die Freiheit, die kommt nicht einher mit Beliebigkeit, sondern Freiheit kommt einher mit Verantwortung. Sie bedingt Toleranz, aber keine Toleranz für Intoleranz, ganz im Popperschen Sinne. Dann sind wir da, glaube ich, auf einem guten Pfad. Ja, herzlichen Glückwunsch, deutsches Grundgesetz, 75 Jahre. Und man sieht es dir nicht an. Alles Gute für die nächsten 75 Jahre in einer liberalen Bundesrepublik Deutschland, in einem freien, hoffentlich bis dahin weiter vereinigten Europa.